habe vor, einen Tag zu machen. Es wird darum gehen, wie ihr vielleicht schon da oben sehen könnt. Ich werde ihn und zwar soll es darum gehen, dass man ein Tutorial macht, in dem man Produkte verwendet oder beziehungsweise sich so schminkt, wie man sich niemals schminken würde. Aber man soll es halt als Tutorial irgendwie gestalten, dieses Video, und mit einer Glaubwürdigkeit erzählen, als würdet ihr wirklich dahinter stehen, was ihr da gerade macht. Also ihr könnt es wirklich ironisch machen, aber versuchen irgendwie nicht darüber zu lachen. Also ich denke, ich werde es auch nicht schaffen, da total so ernst zu bleiben. Ich werde bestimmt auch grinsen müssen, aber so werde ich es machen. Und ja, am Schluss werde ich euch dann einblenden, wen ich alles tagge. Es werden eine ganze Menge sein, weil ich weiß ja, dass es diesen Tag normalerweise, soweit ich weiß, ich habe sowas noch nicht gesehen, dass so ein Tag noch nicht gemacht wurde. Und deswegen kann ich natürlich auch ganz viele Leute taggen, weil ich weiß, die haben das noch nicht gemacht, das Video. Und ja, dann, wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Zuerst verwende ich ein Catrice Infinitive Matte Foundation. Aber da jetzt Winter ist, bin ich sehr blass. Und dann mische ich die noch mit der Lancaster Infinity Bronze Face Bronzer in der Farbe 01, damit ich einfach ein bisschen brauner bin, weil das sieht einfach sonst ganz blöd aus. Ich möchte mich ein bisschen anpassen, weil viele Leute gehen halt auf die Sonnenbank und ich möchte halt gerne auch ein bisschen braun sein. Und das mache ich dann halt einfach anhand von Make-up. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Das gebe ich dann komplett auf mein Gesicht auf. Das habe ich hier auf meiner Handfläche verteilt und das mische ich jetzt komplett. Das braucht ihr auch wirklich nur aufs Gesicht aufzutragen. Hals könnt ihr auslassen, weil ja, man muss ja ein bisschen sparen mit dem Make-up. Ne? Das ist ja auch alles teuer. Ränder werden eh überbewertet. Als Base verwende ich die Rival de Loop Young Eyeshadow Base, damit auch nichts in der Lidfalte stecken bleibt und die Farbe intensiviert wird, die ich gleich auf mein Augenlid gebe. Ihr könnt das ruhig bis hoch zur Augenbraue ziehen, damit halt auch genug drauf ist, wenn man da nachher verblendet. Während das ein wenig einwirkt, können wir schon mal unsere Augenbrauen nachziehen. Das mache ich mit dem Essence Long Lasting Eye Pencil. Das ist eigentlich ein Kajalstift, damit mache ich aber jetzt meine Augenbrauen. Sehr schön. Ich mag es auch wirklich sehr gerne, wenn ich meine Augenbrauen so dezent trage. So, jetzt verwende ich aus der Zoeva, das ist die Metallic Stone Palette, benutze ich dieses wunderschöne Eisblau hier unten. Das kann ich mal swatchen, damit ihr das mal so seht. Das ist so ein Eisblau. Und diesen Ton gebe ich jetzt auf meinem komplett beweglichen Lid. Auch ein wenig drüber hinaus. Weil wenn man über die Lidfalte hinausgeht, dann betont das das Auge nochmal umso schöner und macht das halt extrem groß, wie man sieht. Es macht das Auge nochmal optisch größer. So, nachdem wir das aufgetragen haben, nehme ich jetzt einen dunkleren Ton zum Verblenden von diesen Tönen und gehe dann halt in einen dunkleren Blau rein. Das swatche ich euch mal hier. Das schaut so aus.
Und das gebt ihr dann über dem Lidschatten, was ihr gerade auf, also diesen, den ihr gerade aufgetragen habt. Und verteilt das bis schön unter die Augenbraue. Und macht ein äußeres V hier hinten. Damit das sich so ein wenig mit dem Blau, Eisblau so verteilt. Das zieht ja auch noch schön bis hier vorne ins, im inneren Augenwinkel, damit das so ein bisschen, ja, halt so einen schönen Übergang hier vorne auch hat. Genau. So, dann nehmt ihr so einen ganz hellen, schimmrigen Ton. Dann nehme ich diesen hier aus der gleichen Palette. Das ist so ein schönes, silbriges, ja, Weiß. Und das gebt ihr euch dann zwischen dem Dunkelblau und der und eurer Augenbraue. Das vergrößert das Auge nochmal ein wenig. Und es bringt auch so einen schönen Highlight, wenn ihr das seht. Also mag ich sehr gerne. So Augen-Make-ups, da kann man auch, dieses Augen-Make-up kann man auch gut im Alltag tragen, finde ich. Unter dem Auge kommt jetzt nochmal das gleiche Blau, wie ihr oben drüber gemacht habt. Und verbindet halt hier das Stück mit dem inneren Augenwinkel mit dem unteren Wimpernkranz. So, und jetzt dachte ich mir, mache ich noch so einen leichten Smoky-Effekt in meinem Augen-Make-up rein, weil sonst ist mir das ein bisschen zu dezent. Und dafür nehme ich dann, auch aus dieser Palette natürlich, diesen Ton hier. Der ist ganz oben links. Dann nehmt ihr auch diesen Pinsel hier dafür, geht ein bisschen da rein und tupft es euch hier so auf den äußeren, das äußere Augenlid. Und das macht ihr nochmal mit dem zu Eva Crease. Verblendet ihr das noch ein bisschen, damit das wirklich so einen Smoky-Effekt hat. Nun benutzen wir noch einen Concealer, um die Augenringe abzudecken. Dann nehmen wir, ich glaube, der war von Essence, hatte ich die Potte, die nehmen wir hier die Nuance. Die gebe ich dann mit so einem kleinen Babybuffer. Gebe ich das so unter die, unterm Auge, um meine Augenringe abzudecken. Das geben wir dann noch mit dem Finger und klopfen das so noch ein bisschen ein. So, jetzt nehme ich diesen L'Oreal Superliner und mache mir damit einen Lidstrich. So, wenn ihr euch nochmal so ein bisschen näher betrachtet, dann könnt ihr den natürlich nochmal ein wenig schöner ausblenden. Nun nehmen wir Bronzer. Da nehme ich diesen Essence Sun Club Bronzer. Und dann nehme ich den Sigma F25 Pinsel und mache mir eine leichte Kontur. Auch an den Schläfen, damit das Gesicht ein wenig schmaler erscheint. Und dass man so ein bisschen aussieht wie leicht von der Sonne geküsst. Als Rouge nehme ich aus der. Was habe ich denn hier? Ein Haar. Als Rouge nehme ich aus der Sleek Palette. Nehme ich dieses Rouge, das heißt Bonfire. Und das ist so ein bisschen Scandalous-mäßig. Und das gebe ich mir dann hier auf meine Apfelbäckchen. Nicht zu viel, wir wollen ja nicht overblushed aussehen. Jetzt kommen auch noch meine Augenwimpern, die habe ich total vergessen jetzt gerade. Da nehme ich die I Love Essence Mascara.
um noch ein wenig mehr Ausdruck in eure Augen reinzubekommen, könnt ihr auch noch das Augen-Make-up mit einem schwarzen Kajalstift unterstützen. Da nehme ich den aus der I Love Rocks Serie von Essence. Und weil der ist so schön glossy und der lässt sich super leicht auftragen. Und da mache ich mir den noch auf die Wasserlinie. So. Den spitze ich jetzt auch nochmal neu an. Den nehmen wir jetzt auch noch als Lippenkonturstift. Denn ich finde das sehr schön, wenn man die Lippen nochmal mit einem Lip Liner oder mit einem schwarzen Kajalstift umrandet. Das gibt nochmal so ein richtig, das ist ein bisschen sexy und ja, so ein Hauch Verruchtes hat das halt. Vergesst nicht, euer Herz besonders schön hier zur Geltung zu bringen. Damit die Lippenform halt so richtig toll wiedergegeben wird. Vorher nehme ich jetzt noch einen Lippenbalsam, habe ich jetzt total vergessen. Da nehme ich den mit Olivenöl, damit die Lippen auch schön zart sind und weich bleiben. So aufpassen, dass er nicht zu doll verschmiert. Soll ja immer noch trotzdem so schön bleiben, wie es ausschaut. Und für die Lippeninnenfarbe nehme ich Russian Red von MAC. Das ist ein schönes, dezentes Rot und damit das halt nicht zu viel ist, weil das Augen-Make-up ja schon gut Farbe hat. Ich werde jetzt nochmal den schwarzen Kajal nochmal verstärkt um die Lippen Kontur geben, damit das halt nochmal ein wenig verstärkt wird. So. Hier unten an den Pickeln gebe ich noch ein wenig von meinem Concealer. Da nehme ich aber den L'Oreal Perfect Match Concealer und den gebe ich über meine Unebenheiten, die im Moment extrem da sind. Der Pinsel ist übrigens von Real Techniques, ist eigentlich ein Foundation-Pinsel. Ich nehme den aber als Concealer-Pinsel, weil der so schön klein ist. Das ist jetzt das fertige Make-up. Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Und wenn ihr das nachmachen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr das in den Video-Antworten mir schicken würdet. Die Produkte, die ich verwendet habe, zeige ich ja alle. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis dann. Tschüss! So, hallo ihr Lieben nochmal. Das ist das fertige Make-up. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich musste mich echt zusammenreißen während des Drehens. Und hier nochmal mein schöner Mund. Wollt ihr mal sehen? Ist doch schon extrem heiß, oder? Ja. Auf jeden Fall, die Leute, die ich tagge, kommen jetzt. Ich habe da so ein paar Leute vorbereitet, die ich taggen möchte. Es sind ein paar mehr, als ich gedacht habe, aber naja, gut. Zum ersten, Beauty Dynamite. Mach mit. Zum zweiten, Diana0380. Mach auch mit, bitte. Empathy25. Love by Accidents 1. Net Make-up 1. Rockstar Bunny. Ich glaube, die Dame hier, die kann das besonders gut. Ich glaube, die hat da sowas von Ironie im Arsch, dass sie das richtig geil hinkriegt. Ich zähle auf dich. Sasaful. The Fashion Attitudes. Nihan, das kriegst du auch gut hin, das weiß ich ganz genau. Nihan 0311.
Missy Scatterbrain, Little Gracie, natürlich Little Gracie, Dies und Das und Mehr, ein wenig Lachen kann uns allen super gut tun, und das liebe Chrissy Cosmetics, die tagge ich auch und fühlt euch alle anderen natürlich auch getaggt. Ich bin froh, umso mehr Videoantworten ich bekomme, desto besser und ich hoffe, diesen Tag gab es noch nicht und ja. Wenn nicht, dann habe ich ihn jetzt ins Leben gerufen und macht alle mit. Bis dann. Tschüss.